Heute machen wir ein kleines Video über die Samtgemeinde Velpke. Ich bin hier auf dem Flohmarkt in Velpke und versuche euch so ein paar Eindrücke zu verschaffen. Wir haben heute Sonntag zur Mittagszeit und ja, schaut euch das Video einfach mal an. Ich mache einen Rundgang über den Flohmarkt in Velpke. Zuerst kommt man am Eingang vorbei, dort ist eine Kontrolle und man zahlt ein Eintrittsgeld von 1 Euro. Nun ist man auf dem Flohmarkt und geht auf dem Weg Richtung Schützenhaus. Es sind sehr viele Leute heute an dem Sonntag auf dem Flohmarkt, die ein bisschen stöbern oder einkaufen wollen. Einige Stände stehen unter den Bäumen im Schatten und sind sie schön von der Sonne geschützt und es ist auch eine sehr schöne Atmosphäre, unter den Bäumen lang zu gehen. Auch Hunde kann man mitbringen und sind auf dem Flohmarkt erlaubt. Das finde ich gar nicht so schlecht, weil warum soll man seinen Vierbeiner zu Hause lassen? Verkauft werden darf alles außer Neuware, habe ich am Eingang an einem Schild gelesen. Auch habe ich Obst entdeckt, und zwar werden verkauft Melonen und Erdbeeren und verschiedene Beerensorten, was gut angenommen wurde. Gleich habe ich das Schützenhaus erreicht. Dort biege ich nach links ab und gehe einen anderen Weg wieder zurück, um andere Stände mir anzuschauen. Ich schwenke mal mit der Kamera nach rechts über die Leute, damit ihr mal einen Eindruck habt, was auf dem Flohmarkt so an Publikumverkehr ist. Heute stöbern viele Leute über den Flohmarkt und haben richtig Spaß dabei. Termine für den Velpker Flohmarkt findet ihr im Internet, dort müsst ihr nachschauen. Ich denke, es ist immer sonntags, einmal im Monat. Gehe jetzt zurück Richtung Eingang und verabschiede mich von euch. War richtig ein schöner sonniger Tag heute wieder auf dem Flohmarkt. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Wie ich schon gesagt habe, wird das ein Video über Velpke. Wir sind hier auf dem Flohmarkt in Velpke. Ihr habt das Video jetzt gesehen, ihr habt Eindrücke von dem Flohmarkt in Velpke. Wir hatten einigermaßen schönes Wetter. Ja, bis dahin alles Gute und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.